Die Abkürzung BOBS steht für Berufsorientierung in Braunschweig und ab und an haben Sie diese Abkürzung in unserer Sendung auch schon gehört und auch Berichte dazu gesehen. Das liegt daran, dass auch wir Kooperationspartner sind und von Zeit zu Zeit Schüler bei uns im Regionalstudio haben, die mal ein bisschen in das Berufsbild Mediengestalterin, Bild, Ton hineinschnuppern können. Nun sind das aber immer Berichte vom Frontend, um mit einer Metapher zu sprechen. Heute haben wir gleich zwei Gesprächspartner aus dem Backend eingeladen, nämlich diejenigen, die hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Claudia Brasse vom Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft und Florian Jüsch von der Allianz für die Region erzählen uns etwas über BOBS und die Hintergründe. Ja, wir haben es eben gerade gesehen. Wir haben es mit Schülern zu tun. Das ist das wesentliche Thema bei uns. Ich würde Sie jetzt aber bitten, bevor wir darüber diskutieren und in das Sachthema einsteigen, dass Sie vielleicht jeder sich mit zwei, drei Sätzen ganz kurz selber vorstellen. Und ich würde Sie bitten, Frau Brasse, dass Sie anfangen. Ja, gern. Mein Name ist Claudia Brasse und ich bin als pädagogische Fachkraft im Projekt BOBS angestellt. Bin aber hier stellvertretend für ein Team von drei Kollegen. Ich selber bin angestellt beim Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft und arbeite zusammen mit zwei Kollegen von der Ausbildungswerkstatt hier in Braunschweig auch. Wir sind zuständig im Grunde für ja, das Kontaktmanagement so zwischen den Schülern auf der einen Seite, den Betrieben und den Schulen. Das heißt, die Betriebe zu akquirieren, bei der Stange zu halten, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen dann. Ja, im Grunde für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen zwischen diesen drei Parteien. Ja. Jüsch. Ja, mein Name ist Florian Jüsch. Ich komme von der Allianz für die Region GmbH, und bin dort Projektleiter für das Gesamtprojekt Berufsorientierung in Braunschweig. Dafür steht das Kürzel BOBS. Und bin dort eben für die Projektkoordination in Teilen zuständig, für den Kontakt mit den Geldgebern und ja, für die Gesamtorganisation. Dann können wir gleich die erste Frage auch an Sie richten. BOBS, wir haben es ja schon gerade erklärt, Berufsorientierung in Braunschweig. Seit wann gibt es das und was war überhaupt der Anlass, dieses Institut mal einzurichten? BOBS gibt es seit dem Schuljahr 2011, 2012 in Braunschweig. Es gab davor schon andere Projekte in Salzgitter und Wolfenbüttel, die einen ähnlichen Ansatz verfolgt haben. In Braunschweig war das Ziel, mal zu schauen. Es gab viele Ausbildungsabbrüche, viele Studienabbrüche. Und wenn man mal gefragt hat, woran es denn liegt, war eine häufige Antwort: Ich hatte es mir anders vorgestellt. Und deswegen haben sich mehrere Player, sag ich mal, zusammengeschlossen und haben überlegt, wie können wir für Schülerinnen und Schüler ermöglichen, frühzeitig, nämlich schon in der 8. Klasse, Praxiserfahrungen zu sammeln, um sich auf den Arbeitsalltag besser vorbereiten zu können, beziehungsweise sich das besser vorstellen zu können. Daraufhin wurden dann mit der Agentur für Arbeit Braunschweig, inzwischen Braunschweig-Goslar, Braunschweigischen Landessparkasse und ganz wesentlich auch dem Schulträger, nämlich der Stadt Braunschweig, und zusätzlich noch der Braunschweigischen Landessparkasse gemeinsam ein Projekt entwickelt, um diesem Ziel gerecht zu werden. Das Ziel sollte erreicht werden oder soll auch immer noch erreicht werden durch ein curricular aufgebautes Programm. Das heißt, es gibt mehrere Elemente, die aufeinander aufbauen und auch immer jeweils wieder was miteinander zu tun haben. Und das, wie gesagt, läuft jetzt seit 2011. Und da wir ein gefördertes Projekt sind, müssen sich auch immer alle dafür anmelden. Ja, da schließe ich gleich mal die Frage an bei den Kooperationspartnern, die Sie da gerade eben auch angesprochen haben. Es muss ja irgendeiner den Anfang gemacht haben und die Kooperationspartner angesprochen haben. Sind da offene Türen eingerannt worden oder mussten Sie die aufbrechen? Ich würde schon sagen, dass da nicht unbedingt offene Türen eingerannt wurden, aber dass schon eine sehr hohe Bereitschaft da war, weil
Die Problematik war allen bewusst und es war auch allen Beteiligten klar, dass was passieren sollte, um eben die Schüler frühzeitig in ihrer Berufsorientierung unterstützen zu können. Und deswegen war der Wunsch auf Seiten der Agentur auch durchaus gegeben, dafür in diesem Bereich etwas anbieten zu können. Und dankenswerterweise hat die Stadt auch sofort gesagt, ja, das ist ein wichtiges Thema, für das wir uns auch engagieren möchten. Mhm. Und deswegen... Ja. Als Schulträger ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ja. Ja, Frau Brasser, wenn Sie für das Projekt Betriebe akquirieren... Mhm. Das, ich stelle mir das ähnlich vor, die Schwierigkeit, den Betrieben das zu versüßen. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen anders formuliert, die Frage nach den offenen Türen oder nach dem Aufbrechen. Ja. Wie geht es Ihnen da? Also ich würde da dieses schöne Wort Vorteilsübersetzung gerne ins Spiel bringen. Es ist natürlich für den Betrieb erstmal, das kann man auch nicht anders darstellen, eine Zusatzbelastung. Ja. Es handelt sich um 14-jährige Schüler, die das erste Mal so einen sehr wohldosierten Praxisschock erleben. Und das heißt, das fängt damit an zu sagen, wie verhalte ich mich denn, wenn ich jetzt hier auf Toilette gehen muss. Das sind einfach Sachen, die scheinen manchmal unüberwindlich für die Schüler. In der Schule sind alle Regeln klar. Mhm. Und das heißt, der Betrieb muss sich darauf einstellen, dass da auch ein gewisser Betreuungsaufwand gegeben sein muss. Auf der anderen Seite ist es so, das kann man so sagen, wir erleben die Betriebe als sehr offen, in der Regel sehr interessiert. Mir sagte neulich ein Einrichtungsleiter, wissen Sie, alle Jugendlichen, die uns heute im Weg stehen, die brauchen wir morgen. Mhm. Und das ist eigentlich so eine positive Einstellung, der wir sehr, sehr oft begegnen, für die wir auch sehr dankbar sind, denn ohne diese Betriebe gäbe es das ganze Projekt nicht. Natürlich gibt es dann immer mal wieder auch so Schwierigkeiten, wo die Betriebe sagen, wie können wir da unterstützen, aber da sind wir in sehr engem Kontakt, um dann ja vielleicht Gegebenheiten vor Ort anzupassen, die individuellen Regeln des Betriebes so ein bisschen zu ändern, zu sagen, du gehst bitte in den Eingang immer und nicht in den. Und ja. Das ist etwas, was die Betriebe letztendlich auch als Vorteil erkennen. Und wir erleben immer wieder, dass es auch Praktikanten gibt, die dann so begeistert sind, dass sie dort ihr dreiwöchiges Praktikum machen möchten, und haben es auch schon erlebt, dass Ausbildungen zustande gekommen sind, was ja noch nicht der ursprüngliche oder die ursprüngliche Intention dieser Betriebspraxistage ist. Aber auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sehen die Betriebe das durchaus auch als Chance, dass eben positiv über diese Branche berichtet wird, über diesen Betrieb, und der sich da durchaus auch bekannt machen kann. Hm. Wie sieht das auf Seiten der Schüler aus? Das klang eben schon mal so ein bisschen durch, dass die auch vorbereitet werden auf die Begegnung in den Betrieben. Genau, das ist ganz wichtig, weil für die ist es wirklich ein Quantensprung, eine völlig andere Welt, in die da erstmal eintauchen. Wir haben zwei Vorbereitungstermine, einen inhaltlichen Vorbereitungstermin, wo es im Grunde darum geht, durch einfach eine Transparenz den Schülern zu erläutern, worum geht es hierbei. Das heißt, du hast die Chance, drei Berufsbereiche, drei deswegen, weil es gibt nicht mehr. Die Arbeitsagentur hat alle Berufe in drei Berufsbereiche eingeteilt. Und du darfst sozusagen das ganze Spektrum kennenlernen. Und es geht noch nicht darum zu sagen, jetzt lerne ich einen bestimmten Beruf kennen, sondern es geht einfach darum zu sagen, im gewerblich-technischen Bereich zum Beispiel, bin ich körperlich belastbar? Macht es mir Spaß, mit meinen Händen etwas zu machen? Im sozialen Bereich, bin ich jemand, der kontaktfreudig ist, oder ziehe ich mich doch lieber eher zurück und habe so meinen Computer vor mir und habe mich so alleine im Büro? Das ist so die grobe Einteilung, und den Schülern zu vermitteln, das ist die Chance, das als ersten wichtigen Schritt zu nehmen. Im Grunde wie in so einem Puzzle zu sagen, das ist jetzt der Rand, den wir so ein bisschen abstecken, wo passt du rein, und dass die anderen Puzzleteile dann dazukommen und eine größere Klarheit gewonnen wird. Das ist so die erste Vorbereitung. Und in der zweiten Vorbereitung geht es dann um organisatorische Sachen, wo wir dann eben vom Projekt her auch zum Beispiel Sicherheitsschuhe zur Verfügung stellen und Fahrtwege regeln und so weiter. Hm.
Mir kommt jetzt der Gedanke, und ich will das mal versuchen mit einem Begriff, der möglicherweise nicht so gerne gehört wird von verschiedenen, aber könnte es sein, dass das so ein bisschen auch Vorbereitung ist, nicht auf das Berufsleben selbst, das findet ja dann erst später, auch die Auswahl findet erst später, aber dass das so ein bisschen eine Vorab-Lebenserfahrung ist, was da gesammelt wird auch? Kann man das, genau. Könnte man das so bezeichnen? Ja, das haben Sie schön ausgedrückt. Vorab Lebenserfahrung ist genau das, worum es auch geht. Also es ist eben, wie gesagt, ein wohldosierter erster Praxisschock. Wir üben zum Beispiel in der organisatorischen Vorbereitung, wie stelle ich mich vor per Rollenspiel. Ja. Und es ist einfach diese Herausforderung, einen Weg zu einem Betrieb zu finden, pünktlich dort zu sein, zu erkennen, dass ein unter Umständen großes Unternehmen, dass es da noch mal einer gewissen Zeit bedarf, auch die richtige Abteilung zu finden. Mhm. Wen spreche ich denn dort an? Gibt es dort einen Pförtner, einen Empfang? Wie verhalte ich mich? Diese Rollenspiele sind sehr, sehr hilfreich, wird uns zurückgemeldet von den Lehrern und die Schüler fühlen sich dadurch sicherer. Das ist einfach schon eine Hilfe, um diese Anfangssituation, ich gehe in einen Betrieb und melde mich dort, zu bewältigen. Und ja, wie gesagt, die ganzen Regeln im Betrieb sind nicht bekannt. Wir hatten am Anfang wirklich die Situation, wir lernen ja in dem Projekt mehr und mehr mit den ganzen Situationen, dass Schüler einfach wieder gegangen sind, wenn der vorgegebene Ansprechpartner nicht da war, weil sie halt dachten, es fällt dann aus. Dass sowas passiert, wie dass jemand beim Kundentermin ist oder der Kopierer kaputt ist und dort jemand ist und dass es eine Vertretung in einem Unternehmen gibt. Das sind allein so Dinge, die sind für uns sehr selbstverständlich. Für den Schüler ist das eine sehr große Erfahrung teilweise. Ja, das ist, findet dann auf Klingon statt. Ja. Jusch, diese Altersgruppe, über die wir ja gerade sprechen, das ist offensichtlich bewusst ausgewählt. Hat das so ein bisschen damit zu tun, auch mit dem, was wir gerade gesagt haben? Genau. Also das hat mehrere Komponenten sicherlich. Zum einen ist es ja so, dass in vielen Schulformen in Klasse 9 und in, an den Gymnasien in Klasse 10 dieses wichtige Instrument dreiwöchiges Praktikum stattfindet, in dem die Schülerinnen und Schüler sich selber aussuchen, wo sie hingehen, und eben da auch die Chance haben, genauer einen Betrieb kennenzulernen und den Aufbau eines Betriebes komplett kennenzulernen. Und was eben ermöglicht werden soll, ist es, bevor es in dieses dreiwöchige Praktikum geht, dass schon mal so ganz grundsätzliche Erfahrungen gesammelt wurden. Mhm. Also dass man merkt, wie fühlt sich das an, 7 Stunden meinetwegen auf den Beinen zu sein. Mhm. Dass man merkt, ich suche mir was mit Kundenkontakt, weil ich mir das ganz toll vorstelle. Und dann habe ich Kunden kennengelernt und die sind vielleicht doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das, was die Regel ist, ja. Kommt durchaus vor. Ja. Also das ist insoweit schon eine Altersgruppe, auch wenn wir wissen, dass da noch viel passiert danach, die für eine Erstorientierung wirklich einen guten Ansatzpunkt bietet. Mhm. Ich habe das in der, wir bereiten das ja auch nach, da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal drauf, fragen wir auch immer, was war ganz anders, als ihr es euch vorher vorgestellt habt. Und meine Lieblingsantwort aus der Startphase des Projektes aus 2012 war an einem Gymnasium: Ich hätte nicht gedacht, dass Krankenschwestern so viel arbeiten müssen. Ich dachte, die hätten dafür Personal. Und das hat viel mit medial vermittelten Berufsbildern zu tun, ja, wo wir auch versuchen, da einfach ein bisschen Realitätsdenken mit reinzubekommen. Wir nennen das das Schwester-Stefanie-Phänomen. In Krankenhausserien ist es in der Regel so, Krankenschwestern haben viel Zeit für die Patienten, heiraten idealerweise später mal den Chefarzt. Mhm. Der Alltag auf einer Station sieht dann doch anders aus. Und wenn die Schülerinnen und Schüler das vorher feststellen und wissen, was möchte ich denn vielleicht auch später nicht und was muss ich denn tun, damit ich auch was anderes machen kann, dann kann das auch eine sehr heilsame Erfahrung sein zum Teil. Ja. Es ist ja auch hier so, Sie sprachen eben an, dass bei den Schülerpraktika, bei den 3-Wochen-Praktika, sich die Schüler den Betrieb aussuchen, beziehungsweise müssen sich ja regelrecht bewerben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber hier in diesem Projekt ist es so, dass die Schüler zugewiesen werden. Richtig. Sie dürfen sich das nicht aussuchen. Das sorgt auch an der einen oder anderen Stelle für etwas Missmut, was wir auch nachvollziehen können, was wir auch wissen. Aber das hat ja Gründe. Also wir haben zum einen, das gleich noch kurz vorweg, wir haben ungefähr 5.400 Praktikumsplätze, die wir in diesem Rahmen pro Schuljahr vermitteln.
Das heißt, da ist es schon ein sehr großes Puzzle, die Schüler so zu verteilen, dass sie an drei Terminen in die drei unterschiedlichen Berufsbereiche, gewerblich, technisch, kaufmännisch, verwaltend und Gesundheitssoziales, zugeteilt werden. Und dann berücksichtigen wir natürlich auch noch die Fahrzeit, so gut es geht, dass die Schülerinnen und Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin kommen können. Es ist aber nicht nur ein rein organisatorischer Grund, warum sich die Schüler das nicht aussuchen dürfen, sondern es ist auch der Grund, dass wir Erfahrungen ermöglichen wollen, die im Vorfeld so nicht erwartet wurden. Wir hatten in der Vorbereitung schon sehr oft, dass sich jemand sehr beschwert hat über seinen Betrieb, dann aber wieder kam und beispielsweise einen Ferienjob dort hatte. Also, dass man festgestellt hat, okay, das darf ich jetzt vor meinen Kollegen nicht sagen, weil das wäre uncool, dass ich das irgendwie gut finde. Oder vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass man sagt, da habe ich gar keine Lust zu. Das kann aber anders aussehen, wenn man das dann mal gemacht hat. Aber natürlich gibt es auch die gegenteilige Erfahrung, dass man sagt, das kann ich mir eigentlich gut vorstellen, stellt dann aber fest, nee, es gibt zu viele Nachteile, das ist vielleicht doch nicht so meins. Und das ist ganz blöd, wenn man das nach zwei Tagen im dreiwöchigen Praktikum feststellt, denn dann ist dieses wertvolle Instrument verloren. Genau. Also es ist im Prinzip ein ja, ich sage mal, ein Grundelement auch des Projektes, ja. Dieser Zuweisung. Ja, jetzt stelle ich mir vor, wie viele Schüler, oder versuche mir vorzustellen, wie viele Schüler Sie so vermitteln jährlich, wie viele das sind und wie viele Betriebe Sie zur Verfügung haben, die da mitmachen. Ja, also im Augenblick sind wir bei ungefähr 1000 Betrieben, die bisher mitgemacht haben. Genau. Es ist so, Betriebe legen mal eine Pause ein von den Praktikanten, haben Gründe, weswegen es vielleicht nicht mehr geht, uns weiter zu unterstützen. Das heißt, wir sind im Grunde ständig auch auf der Suche nach neuen Projektpartnern und versuchen auch ein möglichst vielschichtiges Portfolio zu haben an Betrieben. Im Augenblick ist es so, dass wir überwiegend kleine und mittelständische Betriebe haben, die uns unterstützen und würden uns von daher freuen, wenn noch ein paar größere Unternehmen zu uns stoßen würden, um, ja, wie gesagt, einfach auch das Spektrum noch ein bisschen zu erweitern, da an der Stelle. Gibt es denn Feedback von den Betrieben? Ja, also die Betriebe sind überwiegend, es gibt natürlich immer Situationen, wo sich Schüler vielleicht nicht gut benommen haben. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Wenn dann jemand auf der Werkbank rumlümmelt und völlig demotiviert ist, dann ist das für so einen Betrieb natürlich auch eine Sache, wo der sich überlegt, mache ich das in Zukunft noch? In der Regel, muss ich aber sagen, sind die Betriebe sehr angetan und sehr begeistert auch von diesem Projekt von BOBS. Denn es ist ja so, die Schüler, die dort sich interessieren und die möglicherweise sogar in genau diesem Betrieb wiederkommen möchten und wo vielleicht sogar eine Ausbildung später daraus entsteht, die Betriebe kennen diese Schüler und wissen auch, dass das eben kein Schwester-Stefanie-Syndrom ist, dass da sozusagen die Motivation ausgemacht hat, sondern dass das ein Schüler ist, der wirklich auch weiß, worauf er sich einlässt. Und die Betriebe haben auch die Möglichkeit, ihren Arbeitsalltag, ihr Handwerk, ihr Unternehmen sozusagen vorzustellen und erkennen auch, dass wenn die Schüler in der Nachbereitung, Herr Jüschi hat das schon angesprochen, wir sprechen da nochmal darüber, wie war es denn in der Schule, im Klassenrahmen, auch da werden ja Betriebe sozusagen Betriebserfahrungen ausgetauscht. Und wenn jemand jetzt sagt, ich hatte eine ganz tolle Firma im IT-Bereich, jemand anders sagt, das interessiert mich nicht, wo ich war, aber da würde ich gerne hin. Das heißt, da unterstützen sich die Schüler dann auch gegenseitig und die Unternehmen kommen durchaus in den Genuss, dann vielleicht auch von sehr zielgerichteten Rückfragen. Das heißt also, dass da in der Nachbereitung dann nochmal eine Kommunikation auch zwischen den Schülern stattfindet, mal ganz abgesehen von dem Feedback für Sie. Dass da eine Kommunikation auch nochmal zwischen den Schülern stattfindet, wo sie selber Erfahrungen austauschen und sich möglicherweise auch, nochmal nachorientieren können. Kann man das so sagen? Das ist sogar ein ganz wichtiges Element, würde ich sogar sagen. Weil es in der Nachbereitung ja auch darum geht, bei allen unterschiedlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, was war denn im jeweiligen Berufsbereich das, was alle gemeinsam hatten? Welche Fähigkeiten brauche ich da?
Vor welche Herausforderungen werde ich gestellt in dem jeweiligen Berufsbereich ganz spezifisch? Ja. Und dafür ist so ein Erfahrungsaustausch natürlich auch unglaublich wichtig, dass man feststellt, Mensch, das ging nicht nur mir so an der einen oder anderen Stelle, sondern ging auch anderen so und eben aber auch umgekehrt. Wenn ich das in meinem Bereich so und so erfahren habe und jemand anders anders, dann scheint das nicht generell für den Berufsbereich zu sein, sondern dann war das vielleicht bei mir jetzt zufälligerweise durch den Betrieb, durch den jeweiligen Ansprechpartner oder durch welche Umstände auch immer so, dass mir das nicht gefallen hat. Dadurch schließe ich aber nicht komplett aus, dass ich das nicht auf eine andere Art und Weise bei einem anderen Betrieb doch ganz spannend finden könnte. Also es soll ja auch um Himmels Willen keine Festlegung sein im Sinne von, ich mache jetzt 3x2 Tage irgendwo mal ein Praktikum und weiß danach genau, was ich werden will. Das wäre in dem Alter einfach eine Zielsetzung, die wäre viel zu hoch gesteckt und sehr unrealistisch. Ja, das hatten Sie ja vorhin auch schon angedeutet, dass das gar nicht der Sinn der Sache ist. Ja. Jetzt gibt es noch eine dritte Gruppe, die da im Spiel ist, sind die Pädagogen. Was sagen die denn dazu? Die Pädagogen an den Schulen, yeah. die Lehrer, die sind in der Regel sehr, sehr dankbar, weil sie auch sagen, das könnten wir so gar nicht wuppen. Das heißt, pro Halbjahr 3.400 bis 3.600 Praktikumsplätze für die Schüler. Ich sage nur mal ein Beispiel, die Schüler, die Sicherheitsschuhe brauchen, werden Schuhgrößen abgefragt, da werden dann sozusagen Kartons bereitgestellt mit den entsprechenden Schuhgrößen. Das ist ein teilweise sehr hoher organisatorischer Aufwand und die Lehrer sind einfach sehr, sehr dankbar, dass das sozusagen von BOPS organisiert wird, dass die Schüler diese Möglichkeit haben und auch diese Vielfalt haben der Berufe, in die sie hineinschnuppern dürfen. Unterstützt durch die Nachbereitung, wo dann eben nochmal abstrahiert wird und gesagt wird, in diesem Bereich gibt es also auch den und den und den Beruf durch den Austausch. Also das sind wahrscheinlich auch Sachen, an die man als Pädagoge wahrscheinlich logischerweise gar nicht denken würde. Ne? Sicherheitsschule, genau. Wer denkt an sowas? Ja. Das sind vielleicht Gewerbelehrer oder sowas, aber ich hätte auch nicht dran gedacht, ganz ehrlich gesagt. Ja, ja. Ja, wir nähern uns so langsam der Grenze der Gesprächszeit. Jetzt muss ich Sie noch mal fragen, bevor wir dann so langsam das Gespräch ausklingen lassen können. Haben wir noch irgendwas vergessen, was Ihnen jetzt ganz wichtig ist? Also ich möchte einfach von unserer Seite ein großes Dankeschön loswerden an die Unternehmen und die Betriebe, die uns da unterstützen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wertvolle Sache und die verdient es einfach, dass man nochmal wirklich ein dickes Dankeschön ausspricht. Ja. Und dann wiederholen Sie nochmal, was Sie noch für Betriebe brauchen? Im Grunde alle. Nein, also wie gesagt, wir haben ein Mixen-Portfolio und wir würden uns besonders freuen, wenn größere Unternehmen noch zu uns stoßen möchten, sich informieren möchten. Ja. Aber wie gesagt, jedes Unternehmen, wir legen Wert darauf, dass wir auch eine große Bandbreite an unterschiedlichen Unternehmen haben, ist willkommen mitzumachen. Wir freuen uns über jedes Interesse. Also liebe Zuschauer, ich kann das bestätigen. Wir sind selbst Kooperationspartner bei diesem Projekt als Betrieb und wir werden bestens betreut. Da gibt es also überhaupt kein Problem. Und folgen Sie dem Aufruf, melden Sie sich. Herr Jüsch, wie sehen so Sie die zukünftige Entwicklung? Ist das, wird sich das fortsetzen? Wird das wahrscheinlich noch ausgedehnt oder bleibt es auf dem Level? Also, so einen ganz kleinen Blick in die Zukunft mal werfen. Ja, also ich bin sehr optimistisch, dass das Projekt als solches auf jeden Fall bestehen bleibt. Aber wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das heißt, auch wir müssen immer überlegen, wie wir das Ganze anpassen können. Das ist beispielsweise so, dass wir jedes Jahr uns zweimal mit den ganzen Schulvertretern treffen, um gemeinsam zu schauen, macht das Projekt noch das, was wir gemeinsam erreichen wollen. Mhm. Und es gibt ein paar Herausforderungen, die derzeit ziemlich aktuell sind. Das sind zum einen, wie gehen wir um mit Schülerinnen und Schülern, die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht gut Deutsch können? Mhm. Wie gehen wir mit der zusätzlichen Inklusion um, die jetzt durch die durch den Wandel von der Förderschule Lernen beispielsweise in die Regelschulen stattfindet? Wie werden wir da auch den besonderen Förderbedarfen auch an Regelschulen gerecht? Wir haben im Projekt auch Förderschulen. Da ist das in der Regel so, dass wir uns da sehr genau absprechen können im Vorfeld.
diese Schüler zu identifizieren an den allgemeinbildenden Schulen ist dann manchmal etwas schwierig an den Regelschulen. Und da müssen wir und sind auch derzeit dabei, Instrumente entwickeln beispielsweise, um das sicherstellen zu können. Und wir überlegen derzeit für den Sek-2-Bereich, also für den Oberstufenbereich, noch zusätzliche Elemente einzufügen, mit denen wir auch die Studienorientierung oder auch die Orientierung zur Ausbildung in der Oberstufe noch unterstützen können. Das heißt also, dass Sie sich auch im Projekt selber weiterentwickeln und sich an die gegebenen, an die wechselnden oder wandelnden Gegebenheiten sich auch anpassen. Ja, im Moment werden gerade die Kontaktdaten eingeblendet. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Dankeschön, Dank. Und ich darf mich auch nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich darf mich auch nochmal für die ausgezeichnete Betreuung bedanken, die wir genossen haben im Rahmen der Orientierungstage. Und ich denke mal, wir werden das auch in Zukunft weitermachen und eine gute Zusammenarbeit anstreben. Das freuen wir uns sehr darüber. Vielen Dank für die Unterstützung. Danke.